Dan Plumber is the place to be. Dan Plumber is the place to be. Dan Plumber is the place to be. Your intern friend. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Und wir sind hier auf Welt 5 bei Bomberman. Super Bomberman Air. Und zwar Scrapland. Planet Scrap Heap. Scrap the innermost heap. Planet of the starry sky solar system. Filled with scrap metal, machinery and other byproducts of industrialized planets, its entire surface is a giant waste disposal plant. It is devoid of all life except for the plant workers and their families. Oh dear, what is this place? A graveyard for robots, it seems. Who's there? Dodge my attack, eh? You live up to the rumors, White. Who are you? I'm Plasma Bomber, the fifth of the five dastardly bombers, and the final foe that you must face. You've done well to come this far, Bomberman. I'm impressed by your strength. Truly, I am. However, ultimately it is we, the Bugler Army, who shall emerge victorious. And it is I, Plasma Bomber, who shall defeat you. Time for the boss fight! Do not be so hasty. Think of this simply as a greeting. I prepared a stage befitting of our final battle. I shall be waiting for you there. Wait! Why are you making innocent people suffer like this? If you wish to know the answer to that question, then come and find me. I shall be waiting for you, White. Das war aber ein Geräusch aus He-Man. Oder She-Ra. Was ihr auch immer haben wollt. Von Orko. So, ich muss mal mich eben der Eve entledigen. Die krabbelt nämlich hier hinter jeder Ecke raus. Versucht mit Gewalt auf den Schreibtisch zu kommen und ich versuch's mit Sänfte zu verhindern. Was nicht immer so ganz klappt. Jetzt lässt sie die Wut an der Gardine aus. Tja, Katzenleben eben. Da, 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 da. Ich mache mir mal eben hier eine Flasche Cola auf. Oh nein, es geht los. Da wäre gelacht gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Ja, die sind clever. Aber nicht clever genug. Na komm, jetzt kann er mir langsam mal eine zweite Bombe geben. Zumindest die Musik wird nicht langweilig. Da möchte man schon wieder so zu der alten Techno-Party zurück. Nein, ich dachte, die können da nicht drauf. Das ist ja kacki. Ah, ich muss mal wieder auf Steuerkreuz switchen. Och nee. Eve, hör ab. Mann. Echt. Hat jemand von euch schon mal eine Babykatze gehabt? Dann wisst ihr, was ich hier gerade durchmache mit der kleinen Nervensäge. Mann, ich dachte, ich wäre schneller. Bin ja richtig kacke. So. Du Arschloch-Alien. Da bist du jetzt im Arsch. Ah, der Spruch hat sich im Kopf lustiger angehört. Als er nachher war. Na endlich, eine zweite Bombe. Zweite Bombe und Feuererweiterung. Das ist ja gar nicht mal der schlechteste Start. Nein, Eve.
Fuck. Ein zu weit gesetzt. Jetzt versucht die hinterm Schreibtisch lang zu kommen. Die reißt mir gleich mein ganzes Mischpult und so runter. Dass die auch nicht aufgibt. Also ich meine, gut, ne? Ist halt... Kommt nach ihrem Daddy. Nein, Eve! Mann, ey! Mann. Sorry, Leute. Das ist wie, als wenn man ein kleines Baby hat. Nein! Oh! Mann. Ich drehe gleich am Rad. Ja, das Problem ist, ich wollte jetzt da keine Bombe legen, weil... Genau deswegen. Weil sonst hätte ich meine Doppelbombe weggesprengt. Also meine neue Bombe. Oh, fuck. So. Mann. Jetzt geht's aber ab hier. Dann mache ich jetzt gerade nur einfach, um die alle wegzuräumen. Jetzt ist sie beleidigt. Jetzt ist sie abgehauen. Und macht irgendwas anderes in meiner Wohnung kaputt. Ich kenne die Katze. Die ist da dann sehr, sehr jähzornig. Oh, fuck! Oh. Ey, ich bin echt richtig schlecht gerade, oder? Mann. Da habe ich echt schon bessere Sachen abgeliefert hier. Das geht nicht über den Graben drüber, okay. Ach, hier doch. Warum ging das da hinten nicht drüber? Mal. Nur so nebenbei.
verstehe ich nicht. Aber egal. Hauptsache hat jetzt geklappt. Ach, scheiße. Egal, Hauptsache hat geklappt. Das ist das Wichtigste. So, zack, zack. Nein. Oh, ich wollte gar nicht auf diese Kackplattform. Das war gar nicht mein Ziel, auf diese Plattform zu gehen. Ich bin da einfach drauf gerutscht. Manchmal rutscht mir mein Schwanz in eine Frau. Upsala. Wer kennt's? Alligator. Einer der geilsten Poeten dieser Neuzeit. Naja, gut, Poet nicht. Aber einer der coolsten Rapper auf jeden Fall. Fuck it! Fuck it! Ach ey! Ist doch zu kuschelig das. So, geht doch! Ihr Spastis! So geht das. Und bam. Ja, soweit ist mir vorhin auch passiert. Nur nicht mehr drauf runter, sondern links rechts. Da habe ich gar kein Mitleid mit dem Computer. Ui, der ganze Block weg. Muss ich doch wieder runter. Scrappy Planet sieht irgendwie aus wie Scrapyard Planet. Ob da ein Zusammenhang besteht, man weiß es nicht. Man munkelt. Nein! Hauptsache, er ist weg. Ach, scheiße, da ist ein Ding dazwischen. Okay. Ach, da unten. Da unten ist es. Guck mal, hier ist ein Block, an dem man gar nicht rankommt. Wenn ich das richtig sehe. Ne, man kommt an dem Block hier gar nicht ran. Egal von welcher Seite. Was da wohl hintersteckt. Stage clear. Mysteriös. Ah, wieder scheiß Frösche. Oh, erstmal einen wegballern. Ach scheiße, da war ja auch eine Schnecke. Die wird ja in 5 Milliarden kleine Schnecken geteilt. Ich habe schon wieder den Fehler gemacht, mit dem Analogstick zu steuern. Hä? Ach so, stimmt, geht ja durch.
So, mehr will ich auch gar nicht. Hauptsache überlebt. Ich hasse das, wo immer mehr Gegner kommen. Das ist echt manchmal etwas unfair. Oh, Eve ist wieder am Start und will Ärger machen. Da hat sie meine nicht den, hat sie nicht mit meiner Socke gerechnet. Na, ich muss den scheiß Frosch ausnocken. Ausfroggern. Ausnoggern. Ah, nein. Nee, nicht lustig. Boah, was ist denn das hier für ein... Ihr seht gerade gar nicht, was hier hinter der Kulisse passiert. Meine Füße werden auseinandergenommen. Ach scheiße, da hätte ich ja runtergehen können. Ich hoffe nur, das hat gleich keine Auswirkungen aufs Let's Play. Weil während mein Fuß zerfetzt wird, ist Eve in ganz viele Kabel gewickelt. Und jetzt wird wieder mein Kopfhörerkabel angegriffen. Ich finde das total nice. Das ist super fly. Jetzt werde ich hier oben wieder angegriffen. Runter, Eve. Mein Gott. Ich hab die nicht gerade genug geärgert. Die ist nicht genug eingeschnappt. Jetzt sitzt sie auf der Fensterbank. Was sein muss, muss sein. Boah, es ist schrecklich mit den Plattformen. Shit. Scheißendreck. Nein! Bleib ich wieder an der Ecke hängen. Na komm schon. Naja gut, dann mache ich erstmal hier sauber. Ach scheiße! Oh! Na gut, aber ich habe ihn trotzdem erwischt. Das ist das Wichtigste. Dann habe ich halt nicht überlebt.
Hauptsache den Gegner mitgenommen. Mann. Menemen. Oh nein! Ach, das war so super dumm. Ach, das gibt's doch nicht. Jo, mein Amiga CD 32 umgeschmissen. Super. Davon gibt es ja noch so viele auf der Welt. Aber man hat's ja. Man kann sich ja jederzeit einen neuen Amiga CD 32. Ach nee, davon gibt's ja nicht mehr so viele. Selbst wenn man wollte, könnte man sie nicht mehr nachkaufen. Geil. Dümmste Katze ever. Oder vielleicht auch gemeinste Katze ever. Vielleicht macht die das ja auch absichtlich. Ach, da ist auch noch ein Knopf. Boah, ey, ich fasse es nicht. Die Katze raubt mir den letzten Nerv langsam. This can't be happening. Irgendwann sterbe ich, weil sie... Weiß ich nicht. Irgendwas umgeschmissen hat, was mein Leben am Laufen hält oder so. Keine Ahnung. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.